Haben die doch, oder? Ja, ich meinte jetzt quasi nach innen in den Flur rein. So nach dem Motto, wenn einer direkt zu dem Chef will, fange ich ihn ab. Und du musst hier auch noch einen Eingang kriegen. So? Ja. Gut. Ich brauche den Eingang ja nicht, von daher ist mir das relativ egal. jetzt muss ich wieder mit den Slaps arbeiten. Geht. Das sollte ich noch gemacht haben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie wir den Boden gemacht haben, aber okay. Ich meine eigentlich, dass wir... Das sind irgendwelche Chisel-Dinger, aber musst du gucken, welche. Ja, nein, ich meine diese... Doch. Ja, dann doch. Ich meine quasi am Eingang haben wir die anderen genommen. Das meinte ich damit. Aber das haben wir hier nirgends gemacht auf der Etage. Ah. Das meinte ich. Dann passe ich das hier mal überall an. Mit meiner viel zu langsamen Spitzhacke. Normal. So. Warum sieht die Tasse Tee einfach aus, als wäre dort Kaffee drin? Ne? Hä? Also wieso, das ist einfach nur ein dunkler Tee. Also ich weiß ja nicht, was für einen Tee du trinkst, aber bei mir sieht er so aus. Was hab ich ja gerade hinbekommen? Ja, muss mal bei Tobi gucken gehen, wenn er da, je nachdem wie man einen Laptop da draufstellt, dann hängt das auch. Guck Tobi, so isst man demnächst Kekse mit Milch. Ja, man kann auf den Tischen ja so ganz normal drauf platzieren, deswegen. Das ist eigentlich auch eine ganz gute Idee mit dem Bildschirm hier so einfach nur. Ja. Sieht auch ganz nice aus. Wie kriege ich dort jetzt am besten T-Ding drauf? Shift. Ah. Ja, stimmt. Das mit den Cookie-Dingern könnte ich vielleicht auch noch hier hinpacken, aber nee. Bei mir kriegt niemand was zu trinken. BZW was zu essen. Ja. So, haben wir noch Carrot Juice vielleicht? Nö, natürlich nicht. Wir sollten drüben mal die Farmen langsam anfangen, auch fertig zu machen. Stimmt, das wäre vielleicht noch ein Punkt auf der To-Do-Liste. Kannst du es vielleicht noch draufschreiben? Ja, ich kann nicht. Ich nehme Vollbild auf. Handy? Als ob ich jetzt das Handy dafür nehme. ja. Gut. Wollen wir denn machen, dass die Sekretärin so ein kleines Sichtfenster dann noch kriegen? Genau das. von mir aus. Einfach so quasi. Du kriegst hier auch noch eins. Zwei kleine Staubfinger. Gut, du musst leider deine Tür woanders hinkriegen. Naja, wobei, nein. So. Ha, wie mache ich das hier? Ne, die muss eigentlich die Tür woanders hinkriegen. Nicht diese hässlichen Slabs, mein Gott. Mit der Ruhe. Keine Hektik. Wir haben doch alle Zeit der Welt. So. Da wollen wir wahrscheinlich den auch Clearglas nehmen, oder? Ja. So. Zack, zack, zack. So. Wie weit seid ihr? Oh, Finny reißt wieder alles ab. Naja, der Tisch war einen zu lang. Einfach nur. Ja, ja. Hä? Ach, du kannst Bookshelfes? Ja. Das wäre vielleicht bei mir auch eine Idee, statt den anderen Dingern hier. Hast du noch ein paar über? Hab ich gerade ins System reingeschmissen. Ah, okay. Was? Wofür? Kannst du auf mich reinkommen? Jetzt kannst du reinkommen. Ja, gut. Das kann man auch machen. Ja, sieht sogar vielleicht ein bisschen besser aus als das normale. So, dann habe ich auch ein paar Bücherchen hier.
Auch wenn die Bücher ein bisschen dünn sind. Hättest vielleicht da noch einen 6. hinsetzen können. Nö, ich finde das so ehrlich gesagt besser. Aber Mutti? Ja. Ich würde vielleicht die letzte Reihe hier wegnehmen. Oder die letzte Spalte, ja gesagt. An der Tür, ja, überlege ich mir nach. So, was wollen wir bei den Sekretären reinpacken? Die brauchen ja eigentlich nur, ja, Ablagefläche, Bücherregale, Computer, oder? Mehr brauchen die doch nicht. Eigentlich ja. Okay, du kannst noch mal gucken, statt Bücherregale könntest du auch irgendwelche Schränke nehmen. Es gibt irgendwelche Aktenschränke oder irgendwie sowas noch. Wie heißt denn das? Keine Ahnung, musst du gucken, einfach Deko-Craft und dann gucken, da gibt's irgendwo Aktenschränke. Oder das irgendwie sowas. Wirklich cool. Wir können Safe bauen. Stimmt, ein Safe vielleicht noch bei, im Büro. Komm, kriegst du noch ein Safe. Multi, ich hab dein Ding in im E-System reingeschmissen. Die Ranch, yep. Ja. Boah, Alter, was hier alles für ein Scheiß gibt. Ich weiß nicht, ach, was gibt du meinst. Es gibt normale Tische auch. Und Glass-Tables. Ja, aber ich finde, die sehen scheiße aus, vor allem verbinden die sich nicht. Es gibt eine Nähmaschine. Weil die auch ins... Flasche. Ey, das ist so bescheuert. Kinder auf Arbeit, ja gut. Wer kennt's nicht. Ja gut, bei uns schleppt öfters mal einer ein Kind mit. Oder was heißt öfters, also 2-3 Mal hat er das schon mitgenommen. Oh Gott. Ich finde das Ding... Mikrowelle. Ja. Ja. Boah, wie viel Küchensachen es gibt. Ja, deswegen die Kantine kann man perfekt einrichten. Ja. Aber ich finde gerade das Teil, was Flinny meint, nicht. Es gibt sogar Obst, diese Obstkisten. Oder Säcke. Nee, ich finde gerade diesen Server, diesen Akten-Ding, was du meinst, nicht. Ich weiß nicht, das Ding hieß auch nicht Akten. Ja. Das hat ja nichts also, mit irgendwie Akten zu tun, aber ich weiß es nicht. Wenn es so aussieht, ist so. Eine Taschentuchbox. Ernsthaft? Ja. Ey, das ist so ein. Für die 12-jährigen Zuschauer von Katja Krase. Nein. Ja. Ich sag da nichts mehr zu. Es gibt sogar Handtücher. So Laufwege. Damit könnte man coole Balkons machen. Yo, es gibt einfach geile Betten, Ja. Ja, aber die sind nur nicht funktional. Ja, und sie werden trotzdem geil aus. Bei den Betten bin ich mir sogar ganz sicher. Hast du das schon ausgetestet? 1,6 ja. 1,7 weiß ich nicht. Also ich sag's mal so, auf jeden Fall kannst du halt auf dieser Couch auch sitzen, ne? Ding. Ah, da, Archivbox, das Ding meinst du wahrscheinlich. Kann so gut eine sein. Eine hölzerne Box. Ich fange einfach mal bei meinem. Label Set und der Vorschlag ist top. Ja. Ah ja, gut, das ist Label. So. Ah, warte, die brauchen noch einen Schreibtisch. Warte, so. Aber wir brauchen ja echt mal ein Crafting Terminal überall. Stimmt, das müssen wir auch noch machen. Ja, ich glaube, das muss ich auf jeden Fall noch. Die ME-Verkabelung machen wir, wenn wir das ME umgezogen haben, oder? Ja. Ach dann ja, an der Stelle. Das jetzt nicht machen. Jeder mal ein bisschen Platz lassen für irgendwo so einen Ring, ne? So einen Quantum Ring. Kommt unten rein. Unten irgendwo nach oben wird das Kabel hochgezogen. Und wo? Du kannst ja ME-Conduits nehmen, da brauchst du plus einen Block und kannst alles hochzahlen. Conduits? Wo? Und was meinst du damit? Ah, gute Frage. Kannst ME-Conduits und Stromkonduits ja alle in einen Block packen und du kannst es mit Covern wieder verdecken. Die Conduits, die dünnen Dinger davon. Ja. Ja, aber du brauchst ja trotzdem irgendwo einen Block, wo du das reinlegst und in die Wände kannst du ja nichts reinlegen. Ja, du kannst es ja wieder mit Covern verstecken.
Ja, dann hast du aber diese Wände so breit wieder, ne? Ja, auch bei den Konduits ist... Diese Fassaden. Fassaden, Entschuldigung. Aber die Fassaden hatten wir doch gar nicht hier drin, oder? Ne. Wir haben ja keine Fassaden drin, das war das Problem. Wir konnten die ME-Kabel ja nicht verkleiden. Deswegen auf der anderen Seite ein Quantum Ring, den brauchen wir nur einmal, irgendwie, der kostet ja nichts, also irgendwie an Channeln oder so. Dann verbraucht er ja nichts. Gucken wir mal. Aber ist halt die Frage. Warum haben die ein riesiges Fenster zum Flur? Warum? Das habe ich doch gerade gesagt, dass wenn irgendwer zum Chef will oder so, dass die dann meckern können. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Oh, da kommt er und einmal abfangen. Genau. Wobei, eventuell wäre das denn bei Multi sinnvoller, wenn das in diesem Fall gehen würde, oder? Drei hoch finde ich aber irgendwie ein bisschen zu krass. Würdest du vielleicht plus zwei hoch machen, oder? Sorry. Dass du wie so genauso ein längliches Fenster hast. Können wir auch machen. Ja. Aber bei dir würde ich vielleicht sagen, dass wir das in die andere Richtung machen. Ja, hier hin. So. Ja. So. Dann hier auch noch. Jetzt haben wir gleich eine Stunde. Rotten, yep. Wollen wir noch eine Folge machen oder einmal kurz eine kleine Pause? Wir können ja, klar, mal eine kurze Pause machen. Okay. Aber dann mach ich noch mal eben schnell den kurz für das erste Büro mehr oder weniger fertig. Gib mir noch bitte 2-3 Minuten. Dann können wir gern. Ja, dann machen wir noch eine Folge dran. Können wir ruhig machen. Also mir geht's halt nur darum, ich habe selber gemerkt, man wird um einiges motivierter und ähnliches, wenn man einfach mal zwischen eine Pause macht. So, ach, Safe wollte ich bei mir noch hinstellen. Nur wo? Komm, hier. Bist du dir da sicher? Aber was? Kann man den nicht. Toll, man kann den nicht mal irgendwie. Man kann zwar was reinlegen, aber nicht abschließen. So. Wahrscheinlich. Wo hast du den Safe stehen? Frage, ob da halt nur einer drauf Zugriff hat. Bei mir im Raum. Ah ne, hab ich auch drauf Zugriff, lol. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Oder komm mal hoch und leg da mal was rein. Ja, Moment. Ich bin nur gerade hier dabei, Monitore aufzustellen. So. So. Na, kann ich rausnehmen. Ja, gut, kann oder sein, weil die OP ist. Oder legt das nochmal rein, vielleicht ist die. Obwohl, naja, dann können wir auch ganz schnell reingucken, ne? Nee. Ich denke mal, entweder weil die OP ist oder das Ding ist einfach nur. Steht halt nur. Fertig. Was ich eher denke. Ja. So, was braucht die noch? Die braucht vielleicht noch einen Papierstapel, oder? Toll. Ja. Und ansonsten braucht die eigentlich nichts. Aktenschrank, Papierstapel, vielleicht Bücherregale noch. Oh, was ich bei mir auf jeden Fall noch hinstelle, ist ein Computer-Craft-PC und ein Pointer dazu. Ja, stimmt, das können wir vielleicht noch. Stimmt, das wäre vielleicht bei der Sekretärin auch ganz interessant. Kann ich. Also bist du fertig? Ich bin gerade im Überlegen, was haben wir jetzt noch gesagt? Bookshelfes. Achso. Weil dann hast du die Pointer da rein, die ist schon offen. Jawohl, jetzt habe ich eine Schiebetür bei mir im Büro. Braucht ihr beide auch Printer oder? Ja, ne? Nö, ich lass meine Sekretärin ausdrucken. Naja, doch, Printer wäre, glaube ich, ganz gut. Nein, du rennst dann immer mit einem USB-Stick zu Flinny rüber. Genau! Ist doch ganz einfach. Was für ein USB-Stick, Floppy? Ach, scheiße, ich kann gar keine Printer machen. Nein! Inksex? Ja. Ja, da guckst also, du da mal hier ins Meer, ich glaube, da schwimmen wir irgendwo. Ernsthaft, Dynamit-Sticks. irgendwann kill ich dich noch. Das war lustig, das Zeug, das hat nämlich einfach seit keine Ahnung wie viele Wochen mit mir rum und ja, ich habe einfach immer nur drauf gewartet, dass ich die mal irgendwann da ins Büro legen kann. Aber hier im Meer schwimmt nichts rum, von wegen Tintenfische. So. Multi, wenn schon, denn schon. Oder ING ist doch für Ingenieur, oder?
Das I schreibt man dann aber groß, aber Gott, das lass mal. Echt? Ich dachte, das schreibt man klein. Genauso ein Titel wie ein Doktor oder so. Ja gut, das... keine Ahnung. So. Ja gut, das... keine Ahnung. Ja... ich bin dann nur Professor oder Ingenieur. So... jetzt nur die Frage, wo wir die Bücherregale hinklatschen. So. Was meint ihr? Und jetzt müssen wir nur irgendwie noch einen Platz für den Drucker. Da können wir die normalen Tables einfach für nehmen. Na. So, da kommt hier noch ein Drucker hin. Hast du noch welche von den Bookshelves dabei? Ja. Ich weiß nicht, ob das nicht so sogar dann besser aussehen wird. Direkt. Nee. Also denn vielleicht eher die vollen Blöcke, aber... so finde ich das ein bisschen gut.